Heute im Video ein absolutes Must-See für jeden von euch, der am Schreibtisch arbeitet. Und zwar geht es um meine Lieblingsübung zur Öffnung der Brustwirbelsäule, also um diese Streckung hier zu verbessern. Unbedingt anschauen. Viel Spaß dabei. Hallo, schön, dass du wieder eingeschaltet hast und herzlich willkommen zurück zum fünften Teil der Videoserie zum Thema Rundrücken und wie wir diesen verbessern. Mein Name ist Luke Brandenburg, Medical Fitness Trainer. Und ja, in den letzten vier Videos habe ich dir ja gezeigt, welche Muskeln wir bearbeiten sollten bzw. mobilisieren sollten. Und das habe ich mit einer speziellen Technik gemacht. Das war nämlich immer das sogenannte Triggerpunkt lösen. Das heißt, wir haben uns eine muskuläre Verhärtung gesucht, diese dann punktuell mit Druck belastet, bis der Körper diese Stelle gelöst hat. So, das hat uns jetzt in einen gewissen Ausgangszustand versetzt. Und zwar haben wir vor allen Dingen auf der Körpervorderseite nicht mehr so viel Ruhespannung der Muskulatur. Ne? Das heißt, unser Körper wird jetzt hier nicht mehr nach vorne gezogen, sondern die Muskeln vorne, die geben jetzt schon mal Ruhe. So, und jetzt gehen wir in Schritt 2. Wir dehnen dieses ganze Konstrukt ja auch noch auf, ja, damit es den Körper sozusagen ein bisschen über diese Optimalposition hinaus, damit der Körper hier Länge zulässt und wir im Nachgang sehr, sehr einfach in der korrekten aufrechten Haltung ohne Rundrücken uns auffallen können. Kameraeinstellung ist gewechselt, heißt, wir kommen zum interessanten Teil, dem praktischen Teil, und zwar der Übung zur Verbesserung der Streckung der Brustwirbelsäule. Was ich dafür brauche ist, was denke ich, die meisten von euch haben, eine Black Roll, wenn nicht, Link in der Beschreibung, und einmal die Übung in der High-End-Variante mit dem Yoga-Rad. Ja, auch den Link findet ihr in der Videobeschreibung. Super Tool, ja, bin ich durch einen Freund darauf aufmerksam gemacht worden, wie effektiv man damit seine Brustwirbelsäule mobilisieren kann. Also es ist nochmal ein Klassen besser als mit der Black Roll. Aber ich fange mal hiermit an, weil dieses Tool haben sicherlich einige von euch schon zu Hause. Das ist ja auch der Marktführer. Oft falsch verstanden. Was jetzt passiert, was jetzt kommt, ist kein Faszientraining. Ja? Viele rollen ja hier oben auf dem Rücken irgendwie rum oder triggern dann auch mal, finden, ach ja, hier bin ich verspannt, und triggern halt dann die ganze Zeit die Muskulatur, so wie in den Videos zuvor, wie ich euch das gezeigt habe. Allerdings auf der falschen Körperseite, auf der Körperrückseite. Was ihr wissen müsst und verstehen solltet, ist, die Muskulatur, gerade wenn ihr einen Rundrücken habt, aber auch wenn ihr viel am Schreibtisch arbeitet, die ist eigentlich die ganze Zeit überdehnt. Das heißt, die arbeitet in dieser langen, verkürzt langen Position und ist die ganze Zeit überstreckt, arbeitet viel, verspannt und reagiert natürlich auch mit diesen Triggerpunkten. Problem an der Sache ist, wenn ich dann auch noch da mit dem Ball reingehe andauernd, dann streckt sich diese Muskulatur noch mehr und ich verstärke sogar den Rundrücken und im zweiten Schritt dann zeitverzögert auch meine Schmerzsymptomatiken. Möchte ich also nicht. Was ich möchte und wozu ich die Rolle brauche, ist, um einen Hebel zu haben für meine Wirbelsäule. Denn ich mache eigentlich nichts anderes, als mich da drauf zu legen, auch nicht mit dem Unterrücken, sondern ja, mit der Brustwirbelsäule, also da, wo die Wirbelsäule wieder so eine Krümmung macht. Fixiere mich hier unten, Becken liegt auf, Beine sind aufgestellt, Bauch ist angespannt. So, und dann kann ich zwei Varianten machen. Variante 1, ich umarme mich selber. Und jetzt schaut mal. Ich roll meine Brustwirbelsäule um die Black Roll. Das ist das. So, es gibt Leute, die sind sicherlich wesentlich beweglicher in der Brustwirbelsäule als ich. Das hier ist aber für viele von euch die komplette Bewegung, ja, und nicht so, wie ihr das irgendwo vielleicht mal gesehen habt von irgendwelchen Yoga-Damen, so irgendwie, oh, hier, und dann, oh, wird sich da in die Brücke überstreckt. Nee, das passiert bei den meisten hier im unteren Rücken und der ist sowieso dann wiederum im Hohlkreuz. Möchte ich nicht. Ja, also ihr seht schon, es ist eine schmale Gratwanderung aus einer guten Übung hier, ja, eine schlechte zu machen. Von der Übung macht ihr übrigens 10, 20, 30 Durchgänge. Ja, ich mache immer so, ich mache immer 10 Wiederholungen. Ja, boah, langsam und kontrolliert mit Bauchspannung und gehe dann nur ein Stück nach unten ins nächste Segment. Ja. Limit dieser Übung ist, dass ihr die eigene Muskelansprache nutzt, ja, um euch hier in diese Streckung, in die Aufrichtung der Brustwirbelsäule zu bringen. Ja. Und viele von euch sind halt hier sehr limitiert in der Bewegung. Sowieso eine kleine ungewohnte Bewegung, also sehr, sehr schwer, wirklich hier
hinten die Aktivierung zu bekommen und das dann peu à peu wieder zu verbessern. Ne? Was natürlich so oder so sehr lange dauert, weil ihr müsst einfach sehen, wie lange sitze ich jeden Tag, wie lange geht das schon so. Ihr könnt nicht erwarten, dass ihr das innerhalb von wenigen Wochen dann komplett sozusagen wieder ausbügelt. Aber ihr könnt mit dem Yoga-Rad eben eine Intensitätsstufe härter gehen. Ja? Und das zeige ich euch mal. Ihr seht, was mir hier besonders gefällt, der Durchmesser ist wesentlich größer. Ja, das heißt, die Brustwirbelsäule, die kann sich hier noch besser anschmiegen, ja? Was durchaus möglich ist. Bei so einem kleinen Radius hier wie die Blackroll halt fast unmöglich. Also außer man ist irgendwie ein Schlangenmensch oder so. Das wäre übrigens auch wieder Hypermobilität. Wollen wir gar nicht. Sondern ich nehme hier dieses Yoga-Rad. Ja? Und das setze ich ein, indem ich mich draufsetze. Und dann seht ihr, dann rolle ich hier entlang der Wirbelsäule nach vorne. Macht das am Anfang mal locker, ja, Vorsicht, ich habe das schon ein paar Mal gemacht, bis ihr hier auf eurer Halswirbelsäule aufliegt. So, und dann geht ihr her und umgreift das Rad. So, ist super, weil jetzt habe ich auch gleichzeitig noch die Schulter mit drin in der Flexion, also in der Überkopfstreckung. Und jetzt kann ich hier richtig mich fixieren. Wichtig, Ellbogen zusammen, nicht auseinandernehmen, zusammen nach hinten über den Kopf. Und dann in die Brustwirbelsäule reingehen. Ja, perfekt. Und ihr seht schon, umso weiter ich nach hinten gehe, umso weiter rücke ich auf der Brustwirbelsäule nach unten vor. Und das reicht hier auch. Ja, nicht so machen, das kommt wieder aus dem Unterrücken, sondern wirklich hier Becken kippen, Bauch anspannen, in die Brücke gehen. Und dann Segment für Segment die Brustwirbelsäule durchmobilisieren. Ja, seht ihr schon, roter Kopf, super effektiv. Ja, ihr könnt da auch mal drauf fühlen, habe ich noch eine Spannung im Latissimus, habe ich eine Spannung eventuell im Trizeps, da kann ich euch auch noch mal eine Mobilisation für zeigen. Merke ich das in der Brust, merke ich das in der Bauchmuskulatur. Ihr könnt das auch so machen, erst das Yoga-Rad oder die Blackroll einsetzen, dann die Mobilisation durchgehen, die ich euch in den letzten Videos gezeigt habe und das Ganze nochmal probieren. Ihr werdet merken, das ist ein sehr, sehr großer Unterschied. Also die Übung auf dem Yoga-Rad würde ich 2 bis 3 Sätze a 30 bis 45 Sekunden machen. Seid am Anfang wirklich vorsichtig, hört auf eurem Körper. Es entstehen wirklich hohe Spannungen, gerade auf der Körpervorderseite. Deswegen da easy bleiben, locker bleiben und euch peu à peu steigern. Bleibt mir nur zu sagen, die Produktlinks findet ihr wie immer in der Videobeschreibung. Wenn ihr mich unterstützen wollt, könnt ihr das dort gerne tun. Vor allen Dingen das Yoga-Rad kann ich für alle Leute, die Probleme gerade im Oberkörper haben mit der Beweglichkeit, wärmstens empfehlen. Ich bin auch, wenn ich eine Schwäche habe, ist das auch meine Brustwirbelsäule ein absolutes, also mein Hauptschwerpunkt, Hauptdefizit kann man sagen. Und ich konnte es damit wirklich auch massiv verbessern auf ein Level, wo ich heute sage, ja, ich bin relativ zufrieden mit meiner Brustwirbelsäule und die da auf jeden Fall nicht mehr in der Beweglichkeit eingeschränkt. Hat sehr, sehr viele Vorteile für die komplette Körperfunktion, strukturelle Integrität, aufrechter Stand. Ja, Investition, worth it. Und in diesem Sinne, wenn euch das Video gefallen hat, Daumen nach oben, empfehlt mich weiter, vergesst nicht zu abonnieren und wir sehen uns spätestens im nächsten Video. Bis dahin. Ciao. Das war okay, ne? Ja.